Und jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, hä? Du musst doch stinken wie Sau. Boah. Video von mir, und zwar zu meinem April-Favoriten-Video. Es ist ja schon wieder Ende April und ich finde es so krass, wie schnell jetzt eigentlich schon wieder dieser Monat vorbeiging, weil ich habe das Gefühl irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass ich erst vor 2 Wochen mein März-Favoriten-Video aufgenommen habe, und ich habe diesmal auch ein bisschen was anderes noch mit reingemacht. Also ich habe jetzt die letzten Male relativ, ich glaube fast nur meine Food-Favoriten gezeigt, aber ich habe jetzt noch die Kategorie so ein bisschen mit meine Beauty-Favoriten und YouTube-Workouts-Favoriten. Deswegen werde ich jetzt euch einfach mal alle Favoriten von der jeweiligen Kategorie des Aprils vorstellen. Und wir beginnen, würde ich sagen, mit YouTube. Weil da habt ihr mir die letzten Wochen immer wieder auf meine Insta-Stories geschrieben, wenn ich mal zeige, ja, Workout done oder sowas. Aber was hast du für ein Workout gemacht? Und ich kann es immer gar nicht so genau sagen, weil ich die mir meistens so zusammenstelle. Und ich meine, jeder kennt wahrscheinlich die Pamela Reif-Workouts oder auch von Mary die Workouts. Die mache ich auch richtig gerne. Aber ich kann euch wirklich empfehlen auf Instagram, und zwar macht die immer IGTVs, Caroline Deisler. Die geht ganz, ganz oft live und speichert diese Live-Videos, die sie als Workouts macht, dann immer in den IGTVs. Und die Videos finde ich richtig cool. Die sind nicht zu extrem, die sind aber trotzdem so ein bisschen fordernd. Und wen ich auch richtig, richtig toll finde, wenn man so ein paar Hanteln zu Hause hat oder auch Resistant Bands, Heather Robertson auf YouTube, die macht super Videos mit Hanteln, mit allem Möglichen. Also die zwei sind meine absoluten April-Favoriten. Die habe ich diesen Monat wirklich viel gemacht, immer wieder gemacht und auch gern gemacht. Die machen richtig Spaß. Ja, dann gehen wir direkt bald zu meinem Beauty-Favoriten. Da habe ich genau zwei, und die habe ich auch jetzt auf den Lippen. Und zwar meine neue Favoriten-Lippen-Kombination. Die ist von Asam Beauty. Das ist einmal der Lip Liner von Magic Finish in Rosewood und der Lippenstift Almond. Das sind so zwei, also die Kombination, die liebe ich so krass auf den Lippen. Ich finde, also generell, ich mache ja immer meinen Lip Liner, mache ich immer zuerst drauf, das umrundet die Lippen. Ich finde, dann hat man direkt voluminösere Lippen. Und da habe ich eigentlich immer den Almond drauf gemacht und dann innen drin so eine Lippenpflege. Und ich liebe die Kombination immer noch für diesen Everyday-Look. Wenn es aber ein bisschen mehr noch sein soll, dann ist Rosewood noch ein bisschen dunkler. Und dann innen drin den Almond. Ich finde, es macht immer so einen richtig schönen, vollen Lippenlook. Genau, deswegen, das sind so meine Beauty-Favoriten. Die habe ich auch wirklich jetzt neu im April bekommen. Also ich habe sowohl den Lipstick als auch den Lip Liner als auch den Lipstick neu bekommen, zugeschickt bekommen übrigens. Aber das hier handelt sich gerade nicht um eine bezahlte Kooperation für das Video. Ich finde die wirklich einfach sehr, sehr toll. Finde ich eine wunderschöne Lippenkombination. Und bei Asam Beauty habe ich jeden Monat immer einmal einen Code. Für April müsste April Strich, also April minus Marissa noch gültig sein. Müsst ihr mal probieren. Aber ich kriege jeden Monat bei Asam Beauty einen Code für den jeweiligen Monat. Aber genau, das ist Beauty. Und ich habe mir jetzt überlegt, was ganz, ganz Neues. Ihr könnt mir mal gerne sagen, was ihr davon haltet. Und zwar möchte ich auch immer mal wieder einem Instagram-Account die Chance geben, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, mal geschoutoutet zu werden. Und da habe ich mir überlegt, dass ich auch jeden Monat einen Instagram-Account oder vielleicht sogar jedes Video, könnt ihr mal gerne im Video kommentieren, wie ihr das gerne möchtet, ob ich jedes Video ein Instagram-Profil zeigen soll. Und ich würde sagen, dass wir das immer so machen, dass ihr diesen Account, also den YouTube-Account, abonniert und mir auf Instagram davon einen Screenshot schickt. Und dann gucke ich mir euer Instagram-Profil an und kann dann jeden Monat oder eben jede Woche mir einen Instagram-Account aussuchen, den ich dann hier auf YouTube einmal shoutoute. Und heute hat es jetzt noch gar nichts damit zu tun, aber ich möchte euch eine Instagram-Empfehlung trotzdem geben, und zwar CandyBot. Ich glaube, sie kommt aus Südafrika. Und ich gucke mir jetzt gar nicht so krass wie ihre Stories an, aber ich finde, sie hat eine extrem ästhetische, also so ein Sense for Aesthetic. Also ich finde, wie sie Bilder macht, wie sie Bilder bearbeitet, ich finde es so schön, dass ich ihren Feed mir einfach mega gerne anschaue, weil sie einfach so schöne auch Food-Bilder macht. Aber nicht so dieses typische Food-Photography-Bilder mäßig, sondern so, weiß nicht, sie hat irgendwie eine ganz spezielle Art zu fotografieren, die ich mega gerne habe. Deswegen schreibe ich ihren Instagram-Account mal hier hin. Genau, und dann, ich weiß, dass das euer Favoritenthema wahrscheinlich ist, meine April-Food-Favoriten. Deswegen, ich habe hier alles aufgestellt. Ich sitze hier gerade übrigens in unserem Büro. Ich habe hier, glaube ich, noch nie gefilmt. Aber ich dachte mal, ein bisschen Abwechslung vom Background reinbringen. Tut auch mal gut. Und ich habe hier auf unserem wunderschönen Holztisch, den ihr jetzt auch gar nicht so richtig sehen könnt, alle Food-Sachen hingestellt, die ich diesen Monat wirklich ziemlich geil fand. Und ich würde sagen, wir beginnen
direkt mit der ersten Sache. Nummer 1 habe ich nämlich im letzten Video schon gezeigt, als ich bei Veganz einkaufen war mit Annelina. Das ist der Cashew Parmesan. Und den habe ich jetzt wirklich die letzten Tage / Wochen in jeder salzigen Bowl so mit drüber getoppt. Der ist von den Zutaten so richtig gut. Da ist einfach nur Cashew drin, Hefeflocken und Salz. Also das ist wirklich mega, mega, mega von den Zutaten her und macht jedes Gericht einfach so ein bisschen käsiger und ist natürlich vegan. Deswegen diesen Happy, also der ist glaube ich von Happy Cheese dann wahrscheinlich. Nee, Dr. Man, ich zeig's euch mal. Ihr könnt gerne hier von einen Screenshot machen, weil der ist, den müsst, wenn ihr den irgendwo seht, bitte, bitte, bitte kaufen. Der ist sowas von gut. Genau, mein nächster Favorit ist, habe ich mir das erste Mal bestellt bei Koro, der Bio-Früchtepüree Apfel-Rhabarber. Ist natürlich auch ohne Zucker, da ist einfach nur 80% Apfel und 20% Rhabarber drin. Finde ich mega lecker. Ich hatte die Kombination noch nie, aber die kann ich voll empfehlen. Die werde ich mir auch immer wieder nachbestellen, weil ich, also damit hoppe ich ja richtig gerne Maiswaffe etc. Also definitiv Koro Apfel-Rhabarber-Püree top. Geht weiter mit einer Sache, die ich das erste Mal probiert habe bei Annelina und sie hat es mir direkt mitgegeben. Und zwar die Haselnusscreme mit Erdmandel. Bei Koro ist ja die Haselnusscreme schon die ganze Zeit ausverkauft, was mich ultra nervt, weil ich die wirklich die ganze Zeit eigentlich esse. Deswegen immer Erdmandel. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber Erdmandel ist mega süß. Also habe ich auch nicht gewusst, aber das ist von Govinda. Ich habe von der Marke bisher auch noch nichts anderes gehabt. Aber diese, das ist wie eine, also schmeckt ohne Witz ein bisschen wie, ähnlich wie diese Schokocreme von Koro, die immer ausverkauft ist. Also wenn ihr da mal eine Alternative sucht, die wirklich süß und lecker ist, Govinda Haselnuss Erdmandelcreme. Love it. Richtig, richtig große Empfehlung. Kurze Pause, ich muss hier ganz kurz meinen Akku laden. Der ist nämlich gerade plötzlich aufgeleuchtet. Ich habe gar nicht gewusst, dass mein Akku so leer ist. Aber egal, jetzt geht's weiter. Ich habe zwischendrin kurz Mittag gegessen. Ist gar nicht so schlecht, weil während ich Mittagessen gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich eine wichtige Sache in der Küche vergessen habe, die ich euch auch noch zeigen wollte für meine Favoriten. Deswegen, ja, es geht weiter. Und zwar mit einem Tiefkühlprodukt, das ich in der Story euch schon gezeigt habe. Und die haben mehrere Produkte und ich habe die getestet und ich bin wirklich fasziniert von dem Geschmack, weil ich finde, veganen Fisch zu machen, ist nicht leicht. Es heißt Fisch vom Feld. Die haben auch vegane Fischstäbchen und es waren auch bisher die besten veganen Fischstäbchen, die ich gegessen hatte. Und ich finde auch von den Fischstäbchen waren die Zutaten auch gar nicht so schlecht. Die Fischstäbchen habe ich jetzt leider nicht mehr. Ich fand auch die Fischstäbchen besser als das hier. Ich habe jetzt die Verpackung leider gerade nicht mehr von den Fischstäbchen, aber das war auch gut. Generell Fisch vom Feld, könnt ihr mal die Sachen austesten. Ich finde echt, die enttäuschen geschmacklich absolut gar nicht. Deswegen, das auf jeden Fall, bin ich voll froh, dass ich die entdeckt habe. Fand ich richtig, richtig lecker. Und dann habe ich was ganz Neues entdeckt. Und zwar hier. Ich weiß bis heute nicht ganz genau so richtig, was das für eine Marke ist. Get Raw, Dick. Ich leider weiß ich gar nicht, was die Marke ist. Ihr könnt mal irgendwie einen Screenshot machen, vielleicht findet ihr es dann. Weil die haben verschiedene Riegel. Also die haben nicht nur mit Banana, die haben auch mit Raspberry Crumble und sowas. Das sind so Raw-Riegel. Ich habe jetzt bisher aber nur den Banana probiert. Ich kenne aber schon einige, die mehrere von denen schon probiert haben. Und die scheinen, also die scheinen wirklich richtig geil zu sein, alle Sorten. Den Banana kann ich euch auf jeden Fall krass empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Die gibt es bei Foodist. By the way, ich habe die bei Foodist bestellt. Die haben ganz, ganz viele verschiedene Sorten. Holt euch am besten verschiedene Sorten direkt, weil die sind also mega. Die Zutaten auch top. Ich bin richtig verliebt gewesen. Das ist auch so ein kleiner Riegel. Es ist einfach nicht zu viel. Und sowas mag ich voll gern, weil manchmal finde ich einen Riegel einfach zu groß. Vor allem diese Raw-Riegel. Manchmal, da würde ein halber halt reichen. Und dann hat man gleich die ganze Tüte aufgemacht. Deswegen finde ich das von der Größe her optimal. Und extrem lecker. Also den kann ich voll empfehlen. Und wenn wir gerade bei Riegel sind, komme ich direkt mit meinen anderen Riegeln. Und zwar von New Company. Einmal New Move. Also New Move. Seht ihr hier. Und zwar Cookie Dough von also New Company. Ich kann euch echt sagen, die sind organic. Hier ist kein Plastik. Also die Company an sich ist schon geil. Das sind die neuen Proteinriegel von der New Company. Und ich finde den krass lecker. Also ich meine es ernst. Das finde ich mit... Ich finde es der leckerste Proteinriegel, vegane, den ich bisher gegessen habe. Das Lustige ist aber, der ist wirklich, nicht jeder findet den geil. Also voll viele finden den Cookie geiler. Ich finde tatsächlich sogar den, den Chocolate, den Brownie geiler. Also leckerer. Ich finde tatsächlich den Cookie Dough besser. Ich kann euch gar nicht sagen, warum, aber ich finde, der ist so, so gut. Also auch von den Zutaten her, komplett mit natürlichen Zutaten, natürlich gezuckert und so. Und
Ha, der ist auch mega. Crunchy Nougat, und zwar Nukau. Die Nukau-Schokolade. Auch ohne Zucker natürlich, auch vegan natürlich. Und das ist Crunchy Nougat. Das ist aktuell meine Lieblingssorte. Die schmeckt ohne Witz wie Nougat. Also, taste exactly like the name. Also mega, mega lecker. Die beiden Riegel sind aktuell meine Favoriten von der New Company. Habe ich auch diesen Monat erst so richtig für mich entdeckt. Ich habe die immer mal wieder irgendwo mal probiert oder mal im Supermarkt gesehen. Dann habe ich jetzt aber eine große Bestellung aufgegeben und habe jetzt ganz viele von denen zu Hause. Und deswegen konnte ich die jetzt mal alles so ein bisschen durchprobieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin 100% Fan von diesen Riegeln. Auch weil die Company dahinter einfach sehr auf Nachhaltigkeit achtet und sowas. Da bin ich ja immer so... Das unterstütze ich ja immer sehr, sehr gerne, sobald eine Company, sowas wie VivoLife zum Beispiel auch. Wisst ihr, VivoLife hat nicht nur meines Erachtens so die besten Zutaten, was Proteinpulver und so angeht, sondern ist halt auch eine Company, die 100% vegan ist, nachhaltig ist. Es wird pro Bestellung ein Baum gepflanzt. Es ist einfach so, die Message dahinter ist schön. Und deswegen unterstütze ich solche Marken halt am allerliebsten, wenn ich ganz genau weiß, da ist noch ein bisschen mehr dahinter als jetzt nur der Profit. Also finde ich persönlich halt immer schön und unterstützenswert. Dann die Sache, die ich vergessen habe, ist schwarzer Knoblauch. Jetzt seht ihr das nur so ein bisschen angedingst, also angeschnitten, weil ich gerade immer eine Zehe davon am Tag esse. Und jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, hä, da muss ich doch stinken wie Sau. Aber bei schwarzer Knoblauch ist das Interessante, dass man davon auch nicht stinkt. Also man kriegt davon keinen irgendwie Mundgeruch, wie man es jetzt von Knoblauch kennt. Aber trotzdem hat der so extrem gesundheitliche Benefits. Also der ist so gesund, dieser schwarze Knoblauch. Extrem reich an Antioxidantien, Vitamine, Mineralien etc. Entzündungshemmend. Der ist so, so gut. Leider halt mega, mega teuer. Also ich habe den bisher mal in so einem Feinkostladen gesehen. Da hat, glaube ich, ein so ein Ding 5 Euro gekostet. Also ein Ding, und ich finde es schon viel für so einen Knoblauch, 5 Euro zu zahlen, ehrlich gesagt. Weil das war so ein Doppelpack, man konnte die nur in Zweier, denke ich, 10 Euro. Und da habe ich mir gesagt, also ganz ehrlich, 10 Euro jetzt für Knoblauch einfach mal zu zahlen, ist schon echt heftig. Und ich glaube, ich hatte nur Bargeld dabei und ich hatte keine 10 Euro dabei. Also ich hatte, glaube ich, nur, keine Ahnung, so 5 Euro, einen 5-Euro-Schein oder so dabei. Hab den aber jetzt dann im Supermarkt, also im Biomarkt gefunden. Hab ihn natürlich direkt mitgenommen, war immer noch sehr teuer, aber kann ich euch echt empfehlen. Und der schmeckt auch nicht, wie man jetzt Knoblauch kennt. Der schmeckt ganz, also fast schon süßlich. Und der ist ganz, ganz sanft, wie butterähnliche Konsistenz. Und man kann den einfach auf so ein Brot oder auf eine Maiswaffel schmieren und dann essen oder in seine Bowl mit rein mixen. Also gibt auch voll viel Geschmack ab. Muss man natürlich mögen, wenn man es nicht so mag. Aber halt die gesundheitlichen Benefits davon haben will, würde ich einfach auf eine Maiswaffel verteilen, hat man es schnell weg. Wenn man es mag, gern in der Bowl unterrühren. Es gibt so, ich finde auch ein bisschen salzig. Also ein bisschen wie... wenn man noch eine Würze reinmacht. Also ich kann es ganz schnell beschreiben, am besten mal probieren. Lohnt sich. Aber jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich, glaube ich, noch nie bei mir gesehen habe, was ich auch ganz neu habe. Und er hat mir eine Followerin empfohlen. Und habe ich direkt probiert, direkt die Zutaten gecheckt und ich fand es geil. Ich habe mich so gefreut, dass die Followerin mir das empfohlen hat. Weil an dem Tag, als sie mir das Bild davon geschickt hat, war ich wirklich so, ich bin 10 Minuten später sowieso einkaufen gegangen, habe es mir direkt mitgenommen und ich bin begeistert. Und zwar von Seitenbacher. Geil. Oh. Wieder da. Von Seitenbacher. Diese, wie nennt man das denn? Cornflakes. Aber hier ist kein Zucker drin und die sind aus Dinkel. Ihr wisst, Dinkel enthält Gluten. Also für alle, die Gluten nicht vertragen oder Zöliakie haben, ist es nichts. Für alle, die Gluten gut vertragen, könnt ihr es gerne mal probieren, weil die sind süß. Die schmecken richtig, richtig süß. Und die Zutaten sind auch voll gut. Also es ist wirklich nur Dinkelvollkorn, Flohsamenschalen, also auch noch ballaststoffreich. Apfelsaft eingedickt, also es gibt ein bisschen Süße dadurch. Und es ist mit Stevia gesüßt. Also es ist nicht mit Zucker, sondern mit Stevia gesüßt. Und deswegen schmeckt es wirklich sehr, sehr süß. Und hat im Moment auf 100 Gramm 368 Kalorien. Und das ganze Ding hat 200 Gramm. Also angenommen, ihr würdet das komplette Ding essen, habt ihr vielleicht so mehr als 700 Kalorien, aber das ist ja ein Riesenpack. Also ich finde es wirklich, also ich fand es ein cooler Tipp. Ich wollte es mit euch unbedingt teilen, weil ich das wirklich, ja, lecker finde. Kann ich wirklich empfehlen. Genau, also Seitenbacher, ich weiß nicht, wie die Sorte heißt, aber ich zeige euch jetzt nochmal hier mit dem unten blau, hier grün. Zuckerarm steht hier und lecker, kann ich bestätigen, beides. Und ja, hätte ich nicht gedacht. Ich habe Seitenbacher irgendwie nie so richtig auf dem Schirm gehabt.
Aber egal, ihr müsst eigentlich, euch fällt mir gerade ein, gar nicht zu doll merken, weil ab Mai kommt ja mein eigenes Topping raus. Habe ich auf Instagram schon veröffentlicht. Das habe ich jetzt auf YouTube, jetzt sage ich es hier zum ersten Mal. Ich werde ab Mitte Mai, Anfang Mitte Mai, mein eigenes Topping rausbringen. Es wird ein glutenfreies, veganes und zuckerfreies Topping, was ihr auf Smoothie Bowls drauf machen könnt, auf ein Porridge Topping noch mit drauf machen könnt oder einfach so als Müsli essen könnt oder einfach auf einen Joghurt so ein bisschen drauf. Dieses Topping habe ich so durchdacht, weil es wirklich, die Inhaltsstoffe sind top. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich werde euch auch erzählen, wie der ganze Vorgang war, wie ich es produziert habe, welche Samples ich davor bekommen habe. Wenn euch das interessiert, dann mache ich dazu gerne ein Video. Weil ich habe extra alle Sachen aufbewahrt, die mir zugeschickt wurden. Die ersten Probiererle und die ich dann aber eklig fand, die ich direkt wieder gesagt habe, auf gar keinen Fall. Also wenn euch das interessiert, kann ich dazu auch gerne ein Video machen, wie so der Entstehungsprozess war. Und ansonsten waren das jetzt meine April-Favoriten. Ja, das war's mit den April-Favoriten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Ich habe euch ja gesagt, abonniert ihn gerne, schickt mir einen Screenshot auf Instagram und dann checke ich eure Profile aus und kann dann vielleicht eins von euch shoutouten. Kommentiert doch gerne, welche Produkte ich für mein April-Mai-Favoriten-Video noch testen soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns.